Alter, kriegst du Nackenschmerzen. Ich sag's euch. Ja, Mäusen. Du bist das, morgen. Noch nicht in der Maske heute. Nur echt mit Krähe hinten. Ja, Mäusen, Leute, da bin ich wieder. Heute mit Christian. Hi. Der hat hier so einen Solius. Wie groß ist der? 2,16 Meter. Jo, wie hoch kommst du damit? Ja, unterschiedlich. Ja, das ist abhängig von der vom Himmel. Das günstigste dabei ist für mich ein gleichmäßig milchig bedeckter Himmel. Die Betonung liegt auf gleichmäßig. Mhm. Dann kann ich wirklich wie gestern und heute auf über 400 Meter fliegen. Das ist allerdings auch dann das Äußerste. Das ist sehr anstrengend für die Augen. Und länger als eine halbe Stunde schaffe ich das. Man sieht ihn dann auch kaum noch. Ja, das geht doch. Die Lage zu erkennen ist, erfordert einiges an Konzentration, aber wie gesagt, mehr als eine halbe Stunde ist da nicht drin. Das ist jetzt aber auch nur noch ein Stecknadelkopf in der Luft. Ah, 410 Meter, ich glaube, das reicht, ne? Ja. Ja, hast du ihn? Ich bin gerade am Einfang. Gott. 411. Optimales Wetter für ihn. Ja. Und das geht in den Nacken, ne? Geht nur auch, zumindest ging es mir in den Nacken. Das merke ich schon gar nicht mehr. Als ich da oben hochgucken musste, so senkrecht hoch. Ja, ich habe das halt schon sehr häufig gemacht. Mit der Kamera ist noch wieder ein anderer. Das ist ja noch mal was anderes. So. Da sind wir bei Fuß. Deko, Fanny, hast du die Haube verloren oder wie? Ja. Ich kam butterweich, hammerweich. Von da rein. Kurze Bodenberührung. Ja, dachte schon, das wird eine Bilderbuchlandung. Nein, dann kam einer von den Buckeln. Und die hat die Haube hochkatapultiert. Also überhaupt nicht meine Schuld. Böse Buckel. Nur echt mit Krähe hinten. Krähe? Das ist eine Phantasmagoria-Krähe. Das ist ein Animagus. Das ist auch jetzt mittlerweile fast allen meiner Maschinen auf dem Seitenleitwerk. Was hat das Besonderes auf sich? Wie eigentlich die meisten Leute wissen, ist The Damned seit fast 40 Jahren meine Lieblingsband. Ah. Ja, und das ist ja so ein bisschen mystisch angehaucht, psychedelisch. Und diese Krähe ist ein Zeichen von ihnen. Ja. Von einem ganz bestimmten Album. Natürlich finde ich AC/DC auch gut. Aber die sind ein bisschen langweilig gegen Damned. Okay. So, da sind wir. Ja. Hast du 414 Meter hast du gemacht diesmal? 418. Aber du hast keine Aufzeichnung da drin, wie viel der insgesamt geflogen ist. Nein, oder du so, musst ne? Mir schon du glauben. Hast... Nein, ich meine jetzt, Telemetrie hat der ja nicht. Nein, das ist ja noch mit Walkie-Talkie. Das ist ja, das ist auch so ein Telario ist da drin. Der Vorreiter vom Piccolario. Mhm. Halt vom Uli. Uralt. Ja, guck hier, das ist noch oldschool. Ja. Das ist ein Walkie-Talkie. Ja. Und dann wird das extra da drauf, auf die Frequenz kann der dann drauf, oder wie? Ich gehe auf Kanal suchen. Ja. Und dann gibt der das. Verrückt. Nicht mit 2,4 Fliege. Ich habe zwar auch noch mehr, aber das ist halt noch oldschool. Dann sage ich mal den Jungs, alte Empfänger, kann ich immer gut gebrauchen, alte Variometer auch. Ja. Da trage ich quasi die alten Sachen von den Kollegen auf. Ja. Ja. Musst du mal gucken, dass man dich nicht von dich auch mal von vorne sieht. Wo? Hier so? Ja. Hallo. Hallo. Frisch rasiert. Ich nicht. Nein. Nee, so frisch auch nicht gestern Abend. Ja. Das sieht man aber nicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Käffchen. Ja, eins. Käffchen. Ja.